Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Und ich weiß, wir sind schon weit im zweiten Halbjahr und ich rede jetzt über das erste. Aber ich bin einfach vorher nicht dazu gekommen. Ich muss vielleicht für nächstes Jahr wirklich versuchen, das so zeitnah wie möglich zu machen. Da ist einfach dann halt schon diese Road to Essen und die Spiel steht vor der Tür. Und ihr habt ja gesehen, da habe ich wieder einige Videos gemacht. Das nimmt einfach viel Zeit in Kauf, sodass ich noch nicht dazu gekommen bin, meine Highlights des ersten Halbjahres auszuwählen. Und dazu wird es zwei Videos geben. In diesem hier spreche ich über die Titel 20 bis 11. Und in einem weiteren Video, welches nicht ich alleine bestreiten werde, wenn alles klappt, so wie es sein soll, wird es dann noch ein Video geben von meinem 10. bis 1. Platz und noch von einer anderen Person. Könnt ihr euch darauf freuen. Wird dann natürlich irgendwann im Anschluss kommen. Ja, was ist noch wichtig? Da ist beim letztes Mal oder vorletztes Mal so ein paar Irritationen bei dem einen oder anderen gab. Es ist natürlich meine Liste, also erstmal grundsätzlich meine Meinung von Spielen, die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Vielleicht auch Titel, die einfach mich überrascht haben, wo ich nicht so viel von erwartet habe. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Liste nimmt. Zum einen nehme ich nur Spiele, die ich auch wirklich im ersten Halbjahr, also in diesem Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30.06. das erste Mal gespielt habe oder die noch in der Folge des ersten Mal Spielens sozusagen dort in diesen Zeitraum mit reingekommen sind. Und ich habe, auch wenn ich sehr viel spiele, also ich habe aus insgesamt 39 verschiedenen Titeln 20 ausgewählt, ich habe natürlich nicht alles gespielt. Also ich kann nur über die Spiele berichten, die ich auch gespielt habe. Ne? Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass nirgendwo anders auf der Welt, selbst bei Leuten, die genauso verrückt sind wie ich und nur kooperativ spielen, diese Liste irgendwie nur ansatzweise identisch sein wird. Vielleicht bei den Top-Titeln wird es einige Doppelungen geben. Das könnte schon sein. Aber bei der Top 20 insgesamt wird das nicht so sein. Das heißt, es ist eine individuelle, subjektive Liste. Wie sagt der Eve immer, der früher beim Moviepilot war, alle Disclaimer wurden disclaimed. Und ja, das war mir nochmal wichtig, bevor es hier wieder, was heißt wieder, beim letzten Mal doch ja, kritische Stimmen gab, die ich aber ehrlicherweise nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Weil, ist ja meine Meinung. Legen wir los. Die Top 20. Auf Platz 20 ein Titel, der für mich leider, muss ich echt sagen, ein bisschen untergegangen ist. Er gehört zu einem meiner Lieblingsreihen, die auch in meiner Hall of Fame schon ist, oder Reihe, also zu einem meiner Lieblingsspiele, was auch im kooperativen Bereich ziemlich einzigartig ist, nämlich mit seinem Backbuilding-Mechanismus. Und hier können wir sagen, ist der kleine Bruder, die kleine Schwester, sucht euch aus, nämlich die Kathedralenbrauer von Orléans. Ich hatte in der Review auch schon gesagt, damals hatte das Spiel eine Bewertung von 6,1 und das finde ich wirklich, ganz ehrlich, überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja, es ist nicht Orléans. Es ist eine abgespeckte Variante, also vom gesamten Spielumfang, Spielmechanik hat es schon seine anderen Ansätze. Es ist eine kürzere Variante und es ist vor allem auch eine zugänglichere Variante. Man kann sagen, es ist das Familienspiel für Orléans und ich kann mir sogar vorstellen, wenn man sich den Kathedralenbauer holt, aufgrund der guten Zugänglichkeit, dass manche sich dann überlegen, hey, das ist cool, lass uns mal das große Orléans angucken. Ja, Nachteil auch hier, wir können es nur kooperativ spielen, haben nicht wie im normalen Orléans noch den kompetitiven Modus. Dafür haben wir eine kleine Box, braucht nicht mehrere Boxen. Geschenkt. So, mir hat das Spiel gefallen, denn es hat wieder einen schönen, angenehmen Backbuilding-Mechanismus mit einem Schwierigkeitsgrad, den man ja auch so ein bisschen justieren kann, aber der für uns gut gepasst hat zu, wir schaffen es im letzten Zug oder uns fehlt ein Zug. Und das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass die Balance im Spiel wirklich gut gelaufen ist. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum das Spiel insgesamt auch so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, auch bei anderen Content-Creatern, denn das hätte das Spiel eigentlich verdient gehabt. Und das ist ein bisschen schade, dass es dann hinten so runterfällt. Die schlechteren Bewertungen von 3, 4, 5, was es da teilweise bei Botting geht, kann ich echt nicht verstehen. Die Regeln funktionieren, das Spiel macht auch an sich Spaß. Ist wahrscheinlich oft das Problem mit Botting Boardgame-Geek-Wertungen, dass halt oft eher die Kenner das Spiel bewerten. Und wenn ich als Kennerspieler an das Spiel rangegangen bin und hier etwas erwartet habe auf dem Niveau des normalen Orléans Invasions plus vielleicht sogar noch mehr, dann muss man sagen, okay, das Ding hat ein UVP von rund 30, 35 Euro oder so gehabt. Das war absehbar, dass das nicht zu erwarten war. Aber wenn ich diese Erwartung hatte, dann würde ich mit Sicherheit enttäuscht. Aber das kann man dem Spiel jetzt eigentlich wirklich schwer vorwerfen. Also, sucht ihr Backbuilding-Spiele für Familienspieler mit einer leichten Zugänglichkeit als potenzielles Gateway-Game. Dafür ist dieses Spiel, glaube ich, wirklich gut geeignet. Dann ist die Kathedralenbauer von Orléans ein Tipp, den ich euch geben kann.
Auf der 19 haben wir auch ein Spiel, das eigentlich ein Klassiker ist, der Kartenspiele im kompetitiven Bereich, letztes Jahr aber eine kooperative Variante bekommt, nämlich Sechs nimmt die Jubiläumsedition. Ich habe es jetzt gerade nicht hier, ich blende sie aber euch mit oben ein. Erstmals können wir sozusagen kooperativ gegen den Bullen zusammenspielen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ne? Wir haben ja eigentlich ein kompetitives Spiel, in dem wir diese Reihen haben, aber kooperativ funktioniert das auch gut. Wermutstropfen hier ist ein bisschen die Spielerzahl. Mit wenig Spielern ist es deutlich einfacher und teilweise vielleicht sogar zu einfach als mit mehreren Spielern. Denn mit wenig Spielern füllen sich die Reihen wesentlich langsamer und kann das viel besser kalkulieren. Wohingegen, wenn vier Leute mitspielen, natürlich ordentlich die Karten kommen und immer wieder Reihen rausfliegen. Und wir das natürlich verhindern wollen, dass das für uns passiert, weil dann kriegen wir ja die Punkte. Und wir müssen am Ende ja mehr Punkte haben, weniger Punkte haben als der Hornochse. Und das funktioniert sehr gut im Vier-Personen-Spiel, weil schwerer, anspruchsvoller und dann muss ich auch diese zusätzlichen Ereigniskarten nutzen. Und das ist schon, also bin ich immer wieder erstaunt, wie man es doch schafft, so ein sehr gut funktionierendes, beliebtes, kompetitives Spiel zu nehmen und im kooperativen Modus draufzupacken. Die Frage, ob das jemand braucht, der ein großer Fan des kompetitiven Spiels ist, kann ich nicht beantworten. Ich denke mal, das kommt darauf an, ob ihr halt sehr gerne kooperativ spielt. Ich finde die Umsetzung sehr schön und für Leute, die sagen, hey, ich will das Ding mal kooperativ spielen, ist es natürlich eine schöne Sache. Schade natürlich, oder schade, verständlich aber auch, dass ihr jetzt diese Version kaufen müsst, wer jetzt das alte 6 nimmt hat. Ihr braucht halt einige Karten noch dazu. Also das funktioniert leider nicht. Da gibt es kein Upgrade-Pack meines Wissens nach. Sind jetzt aber auch keine horrenden Summen. Für mich auf der 19 6 nimmt in der neuen kooperativen Edition. Auf der 18 habe ich ein Deduktionsspiel, da werden wir noch einige von hier auf der Liste sehen, die in den letzten Jahren allgemein sehr beliebt sind. Und hier war ein Titel, der hat für mich wieder so die Vibes von einem Spielhaus gebracht, was ich immer wieder sehr gerne spiele, aber was es leider nicht mehr gibt. Die Rede ist von Hard to Get und das Spiel, was ich meine, sind die unüblichen Verdächtigen. Oder die üblichen Verdächtigen. Ich vergesse jedes Mal den Titel. Hanna wird wieder mit mir schimpfen und wird es unten reinschreiben. Ihr wisst sicherlich, welches Spiel ich meine. Früher bei Asmodee auf Deutsch lokalisiert worden. Und das war ja so ein Spiel, wo es vor allem um Klischees ging. Einer ist der Wissende, der Zeuge und der weiß, wer der Täter ist. Hier haben wir das nicht mit so klischeehaften Bildern, das fand ich aber eigentlich immer sehr entlarvend und ganz cool, sondern hier arbeiten wir mit Begriffen. Und hier kann man auch so ein bisschen, je nachdem, welche Begrifflichkeiten man zulässt, gibt einfache und schwierige, auch ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad arbeiten. Hier ist es auch so, wir haben mehr Druck im Hintergrund, weil wir weniger Runden haben, als wir das bei die üblichen Verdächtigen haben. Und das finde ich nochmal einen ganz interessanten Ansatz. Also wenn ihr so Sprachdeduktionsspiele mögt, wo man echt so ein bisschen um die Ecke denken muss, sollte, sonst wird es schwierig, dann ist Hard to Get ein heißer Tipp. Ist jetzt, soweit ich das auch gesehen habe, in Deutschland besser verfügbar. Gibt es halt, wie gesagt, auch in einer deutschen Version. Eigentlich aber von einem dänischen Verlag. Auf der 17 eine Reihe, die leider eingestellt wurde. Da war ich ein bisschen traurig, nämlich Chrono Cops hat uns eigentlich viel Spaß gemacht. Wobei ich auch sagen muss, der dritte Teil, ich will nicht sagen enttäuscht, das lag ein bisschen an den Erwartungen. Die ersten beiden haben mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Der erste, das war das mit Einstein, der ist ein sehr schöner Teil, um in das Spiel reinzukommen. Das Spiel erinnert so von seiner Art auf Day of the Tentacle, also diese alten Videospiele, die Adventures von LucasArts Games, die ich früher super gern gespielt habe, Monkey Island, Sam & Max und so eine Sachen. Mit einem skurrilen Humor. Ich fand den Comic-Stil auch ganz geil. Es hieß jetzt im Nachhinein aber, dass das vielleicht ein bisschen Problem war. Man hat ja beim dritten Teil versucht, das ein bisschen derner zu machen. Ich glaube, das lag eher an der Box, das wie die da aussah. Aber wo ich dann ehrlicherweise sage, ja, gut. Man hat es irgendwie nicht geschafft, glaube ich, das Ding so zu vermarkten, dass man diese Videospieler von früher, und ich glaube, da sind ja viele in dem Alter, und ich weiß, viele von euch sind da auch, die diese alten Adventure gespielt haben, da richtig abzuholen. Denn wir haben ja irgendwie Exit-Spiel, aber mit einer in meinen Augen besser verpackten Geschichte, mit Logikrätseln, aber weniger so eine abstrakten, ich puzzle irgendwas, sondern eher gedankliche Rätsel. Cool halt auch dieser Mechanismus, und das kommt vor allem im zweiten Teil dazu, weil der ja schon ein bisschen schwerer ist, dass ihr halt wie bei so Adventuren Dinge ausprobieren müsst, ne? Also probiere Gegenstand mit Aktion. Und da gibt es dann auch Strafen, also wir können nicht wahllos alles miteinander probieren. Und das hat das Spiel sehr schön verpackt, zusammen mit einer schönen Geschichte. Einen kleinen Fall, den man in 90 bis 120 Minuten in der Gruppe spielen konnte. Also wir hatten mit allen drei Teilen sehr viel Spaß. Und der Teil, der jetzt hier
gelandet ist, war der Jules Verne. Und es wird leider wohl vorerst der letzte sein, denn die Reihe war für Pegasus wohl nicht so erfolgreich. Wirklich schade, denn ich fand die Idee des Spiels wirklich nett. Auf 16 ein anderer Kriminalfall von Moses Spiele, Der perfekte Plan. Der hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Kriminalspiele, wie gesagt, gibt es ja immer wieder viele. Hier haben wir es damit zu tun, dass wir mal die Bösewichte sind und sozusagen einen Einbruch planen müssen. Und dabei haben wir eine eingeschränkte Möglichkeit von Aktionen, können dann oder müssen sozusagen auch Geld und Bestechungen einsetzen, um an Informationen zu gelangen und müssen halt so ein bisschen entscheiden, was wir hier machen. Das war ein sehr cleverer Kriminalfall mit einer angenehmen Spielzeit, auch um die 90 Minuten, wo wir zusammen schön gerätselt haben, miteinander diskutiert haben und da hat das Spiel mit dieser Idee, auf der anderen Seite mal zu sitzen und nicht die zu sein, die den Fall lösen, sondern halt den perfekten Plan zu planen, uns richtig gut gefallen. Auch wenn wir ihn am Ende, ich würde sagen, zu 90% hatten. Es hat so ein kleines Detail noch gefehlt, hätten wir aber drauf kommen können. Ja, und das fand ich eine schöne Abwechslung. Also wenn ihr Kriminalspiele mögt, Der perfekte Plan war für uns echt eine Überraschung. Auf der 15 ein historisches Spiel, nämlich Tetrarchia, welches die historische Thematik der Tetrarchie mit dem Ende des Römischen Reiches thematisiert. Sozusagen der Angriff von außen und wir müssen als die römischen Kaiser dieses Gebiet verteidigen. Und das ist also auf einem erstaunlich kleinen Brett, sehr übersichtlich, wo wir dort spielen, aber ein doch ganz schön harter Brocken, denn man muss hier schon sehr taktisch spielen und die Aktionen clever einsetzen, vor allem kooperativ sehr schön, dass man sehr starke Boni bekommt für angrenzende Armeen und Garnisonen. Das ist ein cooles Konzept. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Der ist ja dieses Jahr via Crowdfunding finanziert worden. Da befinden wir uns dann in Spanien. Der wird dann auch irgendwann auf dem Kanal vorgestellt werden. Aber ich fand hier, ja, das historische Thema ist auf jeden Fall da und es ist reingepackt, aber es ist eher ein abstraktes Ding. Und mit Glückselementen sicherlich auch mit drin, aber vor allem taktisch muss man schon sehr gut überlegen, wo platzieren wir die Sachen hin. Puzzlig, ja, also wenn ihr Spiele so in der Art mögt, mit einer echt charmanten Reisegröße, das ist schon auch eine große Stärke, dann finde ich Tetrarchia einen Blick wert. Wir werden ein bisschen größer und sprechen über Maracaibo. Das hat eine kooperative Variante, die uns der Heiko gezeigt hat. Und wahrscheinlich, ich glaube, das Spiel hätte gute Chancen gehabt, noch weiter oben zu stehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das Ganze nur einmal gespielt. Aber in der einen Variante oder das eine Mal hat es mir echt gefallen. Wir befinden uns in der Karibik und in der kooperativen Variante geht es auch immer so in so einem Kreis, also von Aktionen, die wir machen. Wir bauen uns gewissermaßen eine Engine auf und entwickeln unser Tableau weiter, indem wir ja neue Karten dazu gewinnen, also neue Crewmitglieder, die wir an bestimmten Orten haben. Und hier müssen wir wirklich gut planen, denn manche Orte können nicht von mehreren aufgesucht werden. Und gerade im Kooperativen sorgt das auch für einige Gespräche, wobei man schon sagen muss, im Großen und Ganzen kümmert sich jeder um seinen Punkt. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es am Ende auch so, dass jeder von den Siegpunkten vor der KI sein musste. Die hat schon am Anfang ordentliches Tempo angelegt, aber wir haben das am Ende, weiß ich gar nicht mehr, haben wir es knapp geschafft oder knapp verloren. Es war auf jeden Fall eine enge Kiste und das ist immer ein ganz gutes Indiz für so ein Spiel, dass es gut funktioniert. Eigentlich auch ein kompetitives Eurogame, hiermit aber einem interessanten kooperativen Modus, der dazugekommen ist. Da kann ich schon mal sagen, das ist nicht das letzte Spiel, welches tatsächlich es geschafft hat, in meinen Augen aus einem guten kompetitiven Spiel auch ein gutes kooperatives Spiel insgesamt zu machen. Stärke hier auch, dass es nicht nur, wie es bei manch anderen ist, ein Zwei-Personen-Koop ist, sondern halt insgesamt auch von, ich glaube, bis zu vier. Wir haben es auf jeden Fall zu dritt gespielt und muss ich wirklich sagen, cooles Setting. Ich mag Piraten, ne? Ist genauso sowieso mein Thema. Und schönes Artwork, sehr zugänglich und ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man sein Tableau weiterentwickelt, Dinge freischaltet. Das macht dieses Spiel richtig gut und sehr befriedigend. Auf der 13 auch ein Titel, den ich leider nur einmal gespielt habe. Und eigentlich ist dieser Titel prädestiniert dafür, für mich, also bei meiner Liebe zu spielen, und da meine ich nicht nur Brettspiele, sondern auch Videospiele, eigentlich viel, viel, viel weiter vorne zu sein. Aber wir haben es nur einmal gespielt, was unter anderem daran liegt, dass es einfach ein krasser Brecher ist. Und die Rede ist von Voidfall. Wir haben es in einer Viererkonstellation gespielt und das ist natürlich Downtime in Höchstform. Ich hatte, glaube ich, mal in einer Runde das auch gestoppt
Und da haben wir, wie war es genau? Wir haben, also ich habe gewartet, bis ich wieder dran war, fast eine Stunde. Ich muss euch aber tatsächlich sagen, ich weiß, das klingt jetzt super abschreckend. Es war nicht langweilig. Zum einen habe ich geguckt, was die anderen machen. Und zum anderen, man hat so viele Optionen, die man wirklich machen kann. Das ist wirklich ein Spiel, wo es nicht diesen einen Weg gibt, was ich mega finde, sondern so viele Möglichkeiten. Worum geht's? Es ist, ich glaube, beworben mit einem 4X, Weltraumspiel. 4X, also Spiele wie auf dem PC Civilization. Hier aber halt im Weltraum. Und wir spielen kooperativ halt verschiedene Fraktionen. Wir haben diese Void, die Leere ist das, glaube ich, übersetzt, ne? Die sich dort ausbreitet. Und wir müssen halt bestimmte Missionsziele erreichen. Gibt richtig viele Missionen in diesem Buch drin. Wir haben so eine gespielt mit so einem Dreieck, haben wir es auch zu viert gespielt. Und ist auch hier, wie bei vielen Spielen, die ja auch so in diese Eurogame-Artigkeit gehen, auch, dass jeder schon so sein Ding macht, aber jeder hat auch so bestimmte Spots. Bei uns war es jetzt so, dass wir uns gegenseitig die Routen echt offen halten mussten, damit man noch weiterfahren konnte. Ich glaube, der Heiko war da ganz schön eingesperrt dann später. Also das haben wir nicht ganz optimal gespielt. Wahnsinn auch, es gibt ja allein so ein eigenes Heft nur für die Symbolik. Also dieses Spiel wahnsinnig geil durchdacht. Und es ist eigentlich ein kompetitives Spiel, wo ich aber auch sagen muss, das sind so Sachen, die würde ich auch gar nicht kompetitiv spielen wollen, weil ihr müsst erstmal dich selber im Blick haben. Und dann ist ja wichtig für die Siegbedingungen und die Siegpunkte am Ende auch zu sehen, was die anderen haben. Cool finde ich diese Karten, die es im Spiel gab, die man nutzt. Man nutzt ja diese Aktionskarten, die auch Mitspielern einen Bonus gegeben haben. Sowas finde ich immer clever, wenn Spiele das schaffen, sowas mit einzubauen, so eine Motivation dann halt auch zu kooperieren und zu sagen, okay, wie kann ich diese Aktion machen, dass noch jemand anders davon Vorteile bekommt? Das schafft Voidfall auch richtig gut. Ist ein Klopper, ist wirklich ein Brecher an Spiel. Aber ich muss sagen, wenn man sich die Zeit nimmt, und ich bin dann halt nicht so der Typ, jetzt gerade auch als Content Creator, ich bin ja jemand mit einem relativ großen Durchlauf, ich bin jetzt nicht derjenige, der das Ding wochenlang spielt. Der Stefan hat es viel solo gespielt, war auch sehr angetan. Das ist aber auch nicht so ein Ding, das holst du mal in einem halben Jahr wieder raus, bringst es auf den Tisch und dann wird das mal einfach nochmal wieder gespielt, dann packst du es ein halbes Jahr weg. Das ist es nicht. Ich würde super gerne nochmal mitspielen. Von mir aus auch zu viert, aber ich glaube, der Sweet Spot für ein Kooperativ ist zu zweit. Dann ist man doch relativ zeitnah insgesamt wieder dran. Denn die Synergien, die gibt es zwar, sind aber übersichtlich. Aber auch diese asymmetrischen Fraktionen mit ihren eigenen Schwerpunkten, also was ihr dort alles machen könnt, Wahnsinn. Also ich liebe diese Videospielerei wie Colonization, Civilization, habe ich früher ganz viel gespielt. Und es hat für mich schon in Ansätzen das geschafft, dieses Gefühl hier auch in ein Brettspiel reinzubringen. Ja, und das ist schon echt ein großes Kompliment, was ich geben kann. Wir werden mal ein bisschen kleiner. Ein Spiel, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich was anderes erwartet habe. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass Tower Bricks ein Spiel ist, in dem es darum geht, so geschicklichkeitsmäßig wie bei Minara einen Turm zu bauen. Darum geht es aber gar nicht. Wir haben hier ein Deduktionsspiel, was eher zu vergleichen ist mit einem meiner Spiele, welches ihr dann schon noch in der anderen Liste sehen werdet, was in meinen Top 5 ist, nämlich so ein Deduktionsspiel, wo jeder so Ziele hat, die er erreichen muss und wir müssen unser Ziel halt erreichen, aber gleichzeitig die Ziele der anderen erfüllen und können uns aber nicht frei kommunizieren, sondern wir kommunizieren durch das Umlegen der Steine und müssen dann diese Bedingungen schaffen. Und das wird hinten raus ein richtig hartes Ding. Und ich finde sowas immer ganz erstaunlich, wie sowas dann doch immer wieder funktioniert bei allen Konstellationen. Es steht zwar in den Regeln, dass wenn es, dass es Situationen geben kann, in der das nicht möglich ist, das zu lösen, ja, aber tatsächlich war es so, wir hatten ein paar Mal schon das Gefühl, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir diesen Moment erreicht, wo es nicht möglich war, diese Kombination an Missionen, die wir haben, zu erfüllen. Und bisher kann ich euch sagen, es war immer möglich. Wir haben diese eine Lösung nur nicht gesehen. Und hier habt ihr ein sehr kurz, also kurzweiliges Spiel, schnell erklärt, schnell aufgebaut, ja, wo es andere Titel gibt, die dort einfach länger brauchen. Bombasters ist ja gerade so ein Titel, der ja auch über so eine Deduktionsebene, dass ich Informationen von den anderen deuten muss, geht. Hier haben wir das auf so einer, ja, dreidimensionalen Ebene, was halt lustig ist, was man mit den Blöcken alles so machen kann und was alles an Möglichkeiten dort gibt. Das ist wirklich cool und es hat uns echt gefallen. Es ist ein schönes Absackerspiel oder Starterspiel, wenn ihr so eine Spiele im Deduktionssektor mögt, wo es mal nicht um Sprache geht. Ja, das ist, finde ich, hier auch ein ganz großer Pluspunkt für das Spiel. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht total verzählt habe, sind wir beim letzten Titel. Und ich kann euch schon mal sagen, das ist manchmal so die Natur der Sache auch, ja, dass in den
ersten 10 Plätzen einige größere Schwergewichte sind. Voidfall ist natürlich ein Riesenbrecher, aber so ein bisschen so in die Richtung schon gehend. Wir haben hier viele kleine Sachen mit dabei gehabt, die mir halt auch Spaß gemacht haben. Aber es ist halt auch gar nicht so einfach, sowas dann immer ja, zu ranken, neudeutsch. Ne? Denn wenn du so ein Kriminalspiel hast, was du dann nur einmal gespielt hast, kann dir das natürlich ein gutes Gefühl geben, dass du eine schöne Zeit mit dem Spiel hast, wie jetzt zum Beispiel bei Chrono Cops oder Der perfekte Plan. Aber das ist natürlich schwer zu vergleichen so mit Titeln, die wir sehr viel gespielt haben. Der Platz 11 ist ein Titel, den wir wirklich sehr viel gespielt haben und vor allem meine Frau den auch sehr mag und der eigentlich auch, ich würde sagen, in allen Gruppen, mit denen wir gespielt haben, und das waren einige, sehr gut ankam. Ich habe vorhin nochmal in meine App geguckt, also allein ich, wo ich jetzt mitgespielt habe und ich sag, meine Frau hat es auch öfter mit Freunden gespielt, zum Urlaub zum Beispiel, wo ich nicht mit bei den Runden war und dann track ich das halt auch nicht. Ich allein habe es 21 Mal gespielt. Ja, in unterschiedlichen Konstellationen. Also ich track immer nicht die einzelnen Partien, wenn wir es mehrfach hintereinander spielen. Also einige Male. Und die Rede ist von The Same Game und von Wolfgang Warsch, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht täusche. Edition Spielwiese. Bei dem Titel hat mir gefallen, diese lustige Idee, hier mal so abstrakt rückwärts zu denken, dass wir ja so abstrakt Hinweise geben, aber auf das, was die anderen nicht nehmen sollen, sondern sie sollen halt ausschließen, okay, was passt überhaupt nicht dazu und die nehmen wir erstmal raus, desto mehr Punkte wir, also desto öfter wir sozusagen dann richtig liegen mit den Sachen, die halt nicht dazu passen, desto höher kommen wir und desto mehr Punkte bekommen wir dann auf unserer Highscore-Skala. Und das mit diesen Kategorien ist gerade, wenn ihr dann mit einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, wo es dann nicht nur übergeht über Gewicht oder Preis, sondern Verwendungszweck und so eine Sachen dann schon mit dazukommen, das noch ein bisschen ja, absurder vielleicht in einer gewissen Weise wird, dann erreicht das schon einen ganz schönen Schwierigkeitsgrad, das für eine geübte Gruppe, die das Spiel schon öfter gespielt hat, dann auch neue Herausforderungen bietet. Ein sehr lustiges Spiel, wo mir auch, wo wir haben das auch mit Schülern viel gespielt in der AG, wirklich sehr skurrile Sachen zusammenkamen, wo gesagt wurde, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber das ist ja das Schöne an dieser Art von Spiel. Ja, Deduktion auch wieder, Deuten von Hinweisen, hier wieder mehr mit Sprache, aber auch dieses da ist ja oft, also vor allem hier in dem Spiel ist so dieser Weg das Ziel. Und dabei, wenn man auch falsch liegt, hat man halt am Ende, oder wenn es was total, also wo alle sagen, was hast du denn dabei gedacht, hast du halt trotzdem so einen schönen Moment als Gruppe des Lachens und des Spaß haben. Und das ist ja das, worum es am Ende geht bei Brettspielen. Und ich muss euch sagen, ich bin da immer wieder erstaunt. Ich habe ja jetzt von der Spiel, da hinten liegen sie noch alle, das ist dann was fürs zweite Halbjahr hier, ganz viele Deduktions- und Partyspiele mitgenommen. Der Hype darum lässt ja nicht ab. Und Bombusters habe ich euch ja eben schon berichtet, liegt hier gerade auf dem Tisch und da haben wir ja auch viel Freude jetzt gestern mitgehabt, als wir das erste Mal gespielt haben. Und auch ein sehr schöner Zugang. Also ich bin echt erstaunt, wie doch immer wieder neue Sachen auf diesen Markt kommen, wo ich doch eigentlich sage, ja komm, ich habe ein Just One, was ein geiles Deduktionsspiel einfach ist, ja, ein So Clever, ein Codenames Duet, ein Fun Fact. Also da gibt es schon so viele gute Deduktionsspiele auf dem Markt und trotzdem kommt ein Hard to Get, es kommt ein The Same Game hier mit ein Tower Bricks, ja, und vielleicht noch ein das ein oder andere, was wir dann in der Top 10 sehen werden. Das ist wirklich cool, was da noch kommt und erstaunt mich immer wieder, wie es doch da immer wieder neue Anreize geben kann in diese Spiele. Genau. So, das waren also meine Top 20 von 20 bis 11. 1 bis 10 könnt ihr euch drauf freuen, wie gesagt, wahrscheinlich mit Gast und ja, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir bemühen uns, das zeitnah auch aufzunehmen. Ich hoffe, ich konnte euch hier auch noch mal ein paar gute Anreize geben. Das Ding sollte jetzt ja irgendwie so in der Vorweihnachtszeit online gehen. Ich hoffe, die meisten Sachen sind davon verfügbar. Voidfall natürlich ein dicker Brecher. Maracaibo auch nicht so ganz günstig, aber auch viele kleinere Sachen dabei. Wenn ihr sagt, boah, wo sind denn die dicken Titel? Die kommen in den Top 10. Versprochen, da sind ein paar geile Sachen auch noch mit dabei, die ein bisschen mehr und umfangreicher sind. Als diese kleinen Sachen. Aber die machen mir halt auch Spaß. Ich glaube, dieser Mix ist etwas, was auf dem Kanal halt immer wieder sehr deutlich wird. Und ich glaube, viele von euch auch mögen. Gut, das soll es in dieser Runde gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure Top 20 wären oder Top 10 oder Top 5. Sind ja viele von euch bestimmt dabei, die nicht nur kooperativ spielen, sondern auch andere Sachen. Müsst nicht nur kooperative Titel nehmen. Ich glaube, das bringt den anderen, die das lesen, noch am meisten was. Haut auch gern kompetitiv rein oder Solo-Titel, die ihr gespielt habt. So wie es euch gefällt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.